Italien bietet für Auswanderer viele Vorteile. Neben der weltberühmten mediterranen Küche, der reichen Geschichte und der Kultur bietet es ein angenehmes Klima und herzliche Menschen. Italiens pulsierende Städte, kleine Ortschaften auf dem Land oder idyllische Dörfer am Meer haben mehr als genug für dich zu bieten. Außerdem haben die Italiener eine der höchsten Lebenserwartungen und genießen eine hohe Lebensqualität. Kein Wunder also, dass Italiens Dolce Vita Ausländer aus der ganzen Welt anzieht. Heute leben über 5 Millionen Ausländer in Italien, die meisten von ihnen kommen aus Rumänien, Albanien und Marokko. Wie in jedem Land gibt es jedoch auch in Italien einige Nachteile, die du im Falle einer Auswanderung berücksichtigen solltest. Kommen wir zum ersten Nachteil, nämlich dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote in Italien liegt bei fast 10%, die Jugendarbeitslosenquote beträgt sogar fast 30%. Wirtschaftswissenschaftler bestreiten jedoch die offiziellen Zahlen, da es eine große Zahl von informellen Arbeitsplätzen gibt. Außerdem gibt es in Italien große regionale Unterschiede. Im Süden des Landes und auf Sardinien sind die Arbeitslosenquoten viel höher als im Mittel- und Norditalien. Wenn du dich für eine Auswanderung nach Italien interessierst, ist es am besten, wenn du entweder genügend Ersparnisse angesammelt hast oder vom Internet aus arbeiten kannst. Auch die Selbstständigkeit empfiehlt sich, da es vor allem im Süden des Landes schwierig wird, Arbeit zu finden. Der Mangel an Arbeitsmöglichkeiten ist auch der Grund, warum es viele junge Italiener in die wirtschaftlich starke Po-Ebene zieht oder sie sogar beschließen, direkt das Land zu verlassen. Der nächste Nachteil sind die hohen Lebenshaltungskosten in Italien. Richtig gehört, Italien ist nicht gerade für die hohen Lebenshaltungskosten bekannt, aber sie sind nicht so tief, wie viele Leute denken. Das Leben in Mailand zum Beispiel ist fast 20% teurer als in Wien und Mailand ist etwa 7% teurer als Berlin. Fairerweise muss man sagen, dass Mailand zu den teuersten Städten Italiens gehört. Die Hauptstadt Rom zum Beispiel ist 13% günstiger als Mailand. Generell gilt, je weiter man in den Süden geht, desto günstiger ist das Leben, aber auf der anderen Seite gibt es dort auch weniger Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivität. Bestimmte Dinge sind in Italien besonders teuer, beispielsweise Internet und Telefonie oder die rund 10% zusätzlichen Kosten beim Kauf einer Immobilie in Italien. In jedem Fall ist es sinnvoll, sich über die Lebenshaltungskosten des Ortes zu informieren, an dem du planst, dich niederzulassen. Außerdem solltest du bedenken, dass touristische Gebiete in der Hochsaison teuer sind. Wie in vielen anderen Ländern Europas musst du mit hohen Steuern rechnen. Was die Einkommensteuer betrifft, es werden 43% auf Einkommen über 75.000 Euro fällig. Dies ist nicht gerade ein starker Anreiz dafür, eine gute Karriere zu verfolgen und viel Geld zu verdienen. Der Mehrwertsteuersatz liegt bei 22%, was fast dem 25% Mehrwertsteuersatz von Schweden, Norwegen oder Dänemark entspricht. Es gibt ermäßigte Steuersätze von 10% für die Wasserversorgung, den Personenverkehr, kulturelle Aktivitäten, Hotels und Restaurants und 5% für einige Lebensmittel und soziale Dienstleistungen. Abgesehen vom hohen Mehrwertsteuersatz besteuert Italien auch deine ausländischen Einkünfte. Dies ist besonders für Freiberufler oder Rentner relevant. Wenn du planst, nach Italien auszuwandern und gleichzeitig ein Einkommen aus dem Ausland zu beziehen, solltest du dies berücksichtigen. Andererseits gibt es in Italien auch eine Reihe von Steuersenkungsprogrammen, die Anreize für eine Auswanderung nach Italien schaffen. Jeder Steuerzahler hat in den ersten 5 Jahren nach Steueranmeldung in Italien Anspruch auf eine Steuerbefreiung von 70% seines Einkommens. Die Befreiung erhöht sich auf 90%, wenn der Steuerzahler in einer südlichen Region Italiens wohnt. Die Regelung wird um weitere 5 Jahre verlängert, wenn der Steuerzahler entweder einen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen von unter 18 Jahren hat, der auch in Italien lebt, oder wenn der Steuerzahler Wohneigentum in Italien erwirbt. Dies sollte man im Hinterkopf behalten, um sicherzustellen, dass man von einem solchen Programm im Falle einer Auswanderung profitiert. Der nächste Nachteil einer Auswanderung nach Italien ist die Bürokratie. Auch dieser Nachteil ist nicht auf Italien beschränkt, sondern tritt in vielen Ländern weltweit auf. Italiens Regierung und Behörden arbeiten im Schneckentempo. Wenn du Verwaltungsaufgaben zu erledigen hast, wird dir die Bürokratie höchstwahrscheinlich in die Quere kommen. Und wenn du mit wichtigen Dokumenten hantierst, dann wird es empfohlen, einen Anwalt anzuheuern, vor allem wenn du kein Italienisch sprichst. Damit sind wir bei der Sprachbarriere angelangt. Während du in Italiens Großstädten oder touristischen Regionen problemlos mit der englischen Sprache über die Runde kommst, ist dies in den ländlichen Regionen Italiens nicht unbedingt der Fall. Du wirst feststellen, dass auf dem Land nur sehr wenige Menschen fließend Englisch sprechen. Vor allem ältere Menschen sprechen nur Italienisch. In jedem Fall ist es sinnvoll, mit dem Erlernen der italienischen Sprache zu beginnen, wenn du dich für eine Auswanderung interessierst. Damit kannst du nicht nur besser mit den Einheimischen in Kontakt treten, sondern es ist auch ein Zeichen deines Interesses, dich in die italienische Gesellschaft zu integrieren. Wenn du ernsthaft krank wirst, dann kann es sein, dass du dich mit langen Wartezeiten konfrontieren musst.
Denn ein Termin bei einem Facharzt muss nicht selten wochenlang im Vorhinein gebucht werden. Man muss also mit langen Wartezeiten für spezialisierte Behandlungen rechnen. Italiens warmes Mittelmeerklima ist einer der Hauptgründe, warum es bei Ausländern so beliebt ist. Auch wenn das Klima im Allgemeinen angenehm ist, so gibt es buchstäblich auch einige Schattenseiten. Die Hitze im Sommer kann unerträglich sein, vor allem im Süden. Nicht umsonst fliehen zum Beispiel die Römer im Sommer aus Rom aufs Land oder ans Meer. Die Hitze verursacht auch große Waldbrände. Ich habe selbst einen Waldbrand in Italien beobachtet, die Gefahr solltest du dir im Klaren sein. Und vielleicht ist es besser, keine Immobilie in einem Wald zu erwerben. Wie in anderen südeuropäischen Ländern haben die Italiener eine eher entspannte Lebenseinstellung. Dies wird von Auswanderern geschätzt, ist aber dennoch etwas, an was du dich gewöhnen musst. Der langsame Lebensrhythmus kann dazu führen, dass Probleme nicht sofort angegangen werden. Während die großen Städte Italiens pulsierend und hektisch sind, kann man außerhalb der Städte einen entspannten und entschleunigten Lebensstil erleben. Doch wenn du dich erst einmal daran gewöhnt hast, wird dir dieses Lebenstempo wahrscheinlich sehr gut gefallen. Italien wird jährlich von mehr als 64 Millionen Menschen besucht und ist damit das fünftmeistbesuchte Land der Welt. Es ist also nicht verwunderlich, dass einige Städte unter Massentourismus und den damit verbundenen Implikationen leiden. Nehmen wir Venedig als Beispiel. In Venedig leben etwa 250.000 Menschen und dennoch empfängt diese Stadt etwa 100.000 Touristen pro Tag oder etwa 30 Millionen Touristen pro Jahr. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Der Tourismus bringt zwar eine Menge Geld ein und es ist toll, dass so viele Menschen die Schönheit Venedigs erleben dürfen, aber er bringt auch Unannehmlichkeiten für die örtliche Bevölkerung mit sich, wie Verschmutzung und Lärm. Da du aber wahrscheinlich nicht in einen solchen Touristen-Hotspot wie Venedig ziehen wirst, betrifft dich dieser Nachteil nicht wirklich. Man kann zwar nicht erwarten, dass jahrhundertealte Städte blitzeblank sind, aber Italien hat in manchen Regionen ein Problem mit der Verschmutzung. Dies ist das Ergebnis einer Kombination aus Massentourismus und einer ineffizienten Müllabfuhr. Dies gilt besonders für Städte mit hohem Touristenaufkommen wie Rom, Florenz und Mailand. Da Italien eine so reichhaltige und vielfältige Küche bietet, kann es schwierig sein, außerhalb der großen italienischen Städte internationale Gerichte zu finden. Wenn du mal etwas Neues probieren möchtest, dann musst du abseits der großen Städte etwas länger suchen und auch etwas mehr bezahlen. Internationale Lebensmittelgeschäfte sind rar und es empfiehlt sich, ein paar traditionelle Lebensmittel von zu Hause einzupacken und mit nach Italien mitzunehmen. Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Infrastruktur. Obwohl Italien über ein dichtes Straßennetz und ein Hochgeschwindigkeitszugnetz verfügt, das viele italienischen Großstädte miteinander verbindet, kann man nicht selten auf schlechte Straßenverhältnisse stoßen. Die Ponte Morandi, eine Brücke in der Nähe von Genua, stürzte 2018 ein und forderte 43 Todesopfer. Dieser Vorfall gab Anlass zur Besorgnis über den allgemeinen Zustand der Infrastruktur in Italien, Frankreich und Deutschland, wobei man herausfand, dass eine große Anzahl von Brücken renovierungs- oder ersatzbedürftig sind. Die Infrastrukturinvestitionen in Italien wurden nach der Finanzkrise 2008 drastisch reduziert. Ein Einwohner von Genua sagte zu Reportern: "Die Zentralregierung wird die Baufirma zum Sündenbock erklären, die Baufirma wird jemanden anders zum Sündenbock erklären, aber sie sind alle schuld. Wir alle wissen, wie schlecht unsere Infrastruktur in Italien ist. Es ist nicht so schlimm wie jetzt dargestellt und du musst natürlich nicht um dein Leben fürchten, wenn du das nächste Mal eine Brücke in Italien passierst." Betreffend den Straßenverhältnissen solltest du dir bewusst sein, dass das Autofahren in Italien ziemlich anstrengend sein kann. Die Einheimischen sind nicht dafür bekannt, sich streng an die Verkehrsregeln zu halten. Aber wie immer gilt, wenn du konzentriert und verantwortungsbewusst fährst, dann wirst du keine Probleme haben. Italien ist ein Hotspot tektonischer Aktivität. Denn die afrikanische Platte kollidiert mit der europäischen Platte, was in Italien und der umliegenden Region zahlreiche Erdbeben auslöst. Dies wird dich höchstwahrscheinlich nicht persönlich betreffen, aber es ist dennoch gut zu wissen, dass zwei tektonische Platten direkt vor Italiens Haustür aufeinanderstoßen. Der letzte Nachteil ist wie immer eine lustige Tatsache. Vielleicht wirst du Italien gar nicht mehr verlassen wollen. Denn trotz der Nachteile ist die Lebensqualität in Italien hoch, das Essen köstlich, die Menschen freundlich und es ist ein großartiger Ort, um ein gutes Leben zu führen. Genieße also die Zeit und nutze all die Vorteile, die ein Leben in Italien mit sich bringt. Habe ich einen Nachteil vergessen, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Alle Quellen sind wie immer unten in der Beschreibung verlinkt.